So, liebe Zuschauer, hier sind wieder MyTime@Zentrum mit Felsi und Joker. Ja, wir haben gerade nochmal ein bisschen geschaut wegen der. Ja, Joker. Ist gut, Joker, wegen der Tierschlafplätze. Also, das ist echt ein bisschen doof. Man kann nur wirklich 5 Haustiere haben, permanent. Wenn man ein weiteres hat, wie zum Beispiel Hummeise hier, hat das keinen Schlafplatz. Das ist ein bisschen blöd. Man kann es natürlich dann trotzdem haben, wir können ihn aber nie ein Bett zuweisen. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwelche Folgen hat, Unzufriedenheit oder sonst irgendwas, aber ich finde es irgendwie ein bisschen doof. Und wir können auch nichts machen, wir können kein zweites Ding hier aufbauen, weil das lässt das Spiel nicht zu, warum auch immer. Und einen anderen Schlafplatz können wir auch niemandem zuweisen, weil die Schlafplätze, die wir für unsere anderen Haustiere eben haben, wie eben Gecko und Macchiato und so weiter, also die hier, die haben ja ihre eigenen Schlafhäuschen, die kann man auch niemanden anderen zuweisen. Also nur diesen Tierchen kann ich den Gecko. Ja, Horst, Gecko kann man eh nur in sein Terrarium, da würde man nichts anderes reinkriegen. Aber ja, zum Beispiel das Häuschen von Macchiato oder wo Nemo drin schläft, die Hundehütte, die ist eben auch nur für eins von diesen Tierchen. Also ich kann mir jetzt hier noch ein paar andere, noch ein Jackmel holen oder was weiß ich. Das müsste, würde aber dann nie hier auf dem Platz dann sein, weil, also schlafen. Weil wir keinen Schlafplatz ihm zuweisen können. Das finde ich ein bisschen bescheuert, weil, ja, warum, wenn ich Platz habe, warum kann ich mir das Ding nicht hier hinstellen und dann einfach entscheiden, so, dann schlafen die anderen 5 Tiere hier, dann habe ich dann 10 oder 15. Anscheinend kann das Programm das nicht verwalten, vermute ich mal. Das ist ein bisschen doof gemacht. Aber gut, vielleicht gibt es irgendwann mal ein Update, aber ich habe da so langsam meine Zweifel, dass man da jetzt dann noch irgendwie Energie reinsteckt, da irgendwas dran zu ändern. Aber gut, dann haben wir jetzt so ein Haustier-Dings hier völlig umsonst gekauft und haben das überflüssig, aber ja, was soll man machen, ne? Wir kriegen es hier halt nirgendwo anders hin. Kannst du machen, was du willst. Nimmt das nicht, selbst wenn du Platz hast. Ne? Und dann die Meldung ist auch totaler Quatsch. Also kein Platz für Feuerwerkskörper. Keine Ahnung, was das für eine Meldung ursprünglich mal sein sollte. Das ist auch Quatsch. Also bescheuert programmiert. Nee, also können wir leider vergessen. So, dann können wir das eigentlich wieder verkaufen. So, Joker. Also wenn du weiter so rumschreist, dann tausche ich gegen die Hummeise aus. Ne? So, wir müssen mit Elsie noch ein bisschen angeln gehen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Die denn für Herzchen hier alle? Way? Was hat der denn? Unser Chef hat einen Wunsch. Da müssen wir natürlich mal gucken. Und wir müssen noch angeln gehen mit Elsie. Ich glaube, da können wir einfach oben hingehen. Nicht losfahren, nicht losfahren. Ja, mit den Tierchen ist ja schön, dass sie dir den Anreiz geben, hier ganz viele Tierchen an dich zu binden, aber du kannst nur 5 von denen pennen lassen. Und der Rest schläft auf der Straße oder so ähnlich. Ah, da ist er ja. Was? Als wäre ein Tier auf deinem Waggon, Fried. Waggon? Ja, ja, der Schlafwagen und so. Hm? Hey. Hat sie immer so früh alle schon mal Alkohol schnuppern? Ja, Way, was hast du? Sei vorbereitet, er will Kalksteinziegel. Ihm sind die Kalksteinziegel ausgegangen. Ja, das passiert mir auch ständig. Ja, kann man nachvollziehen. War hier nicht. Was haben wir hier eigentlich? Manchmal hat er hier Zeug rumliegen. Ah, diesmal nichts, dass wir mopsen können. Okay, Kalksteinziegel. Gut. Dann werden wir die noch machen, bevor ich es vergesse. Eko, ho, 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 Punkt. So. Was? Ich habe kein. Ich bin kein Zug, Jensen. Oh. Diese Zugfreaks immer. Ah, das ist ja schon unser komischer Hernandez, der sich hier mal alles so anguckt. Ich glaube immer noch, dass er ein Spion ist. Nämlich Fotos machst hier. Kalksteinziegel. Naja, gucken wir mal. Machen wir denn hier nochmal? Marmorziegel? Ne, Kalksteinziegel, Granitfliesen, Kalksteinziegel. Ne? Muss man nicht. Muss man hier immer wieder machen. Das werden wir mal hier ranholen. Und da hatte ich auch nicht so viel, die das mal auch mal recyceln. So, Kalksteinziegel für den Chef. So, Elsie, wir gehen mal angeln hier. Folgt mir! Ja. Da kommt schon wieder dieser Hernandez. Wo ist Hummeise eigentlich? Ja. So. Komm her, Kleiner. So verwöhnte Honig. Oh mein, jetzt haben wir uns gerade angefreundet. Müssen wir dich wahrscheinlich wieder laufen lassen. Kriegen wir noch eine Anzeige gegen Tierquälerei hier. Ja, schaut euch das an hier. Das ist übrigens eine brave Hummeise. Ist auch größer, ne?
So, hallo Asi. Dann wollen wir mal angeln mit Elsie. Nicht wahr? Was wollte die jetzt hier? Sandkarpfen. Ach echt? Ganz normale Sandkarpfen? Das wollte was Spezielles haben jetzt. Aber okay. Ich habe keine Sandwürmer. Wie kann das denn sein? Ja. Moment. Das ist natürlich jetzt. Das sind aber keine Sandkarpfen. Jetzt kriegen wir Sandakudas natürlich. Die stehen hier auf diese Reisdinger. Sogar einen großen jetzt hier, aber ich habe jetzt hier. Jetzt haben wir keine Sandwürmer hier, das gibt's ja nicht. Ich könnte mal irgendwas anderes herbeilocken. Ne, die mögen die ja nicht. Die sind keine Feinschmecker hier, die Fische. Jetzt habe ich keine Sandwürmer. Ja, ein großer Sanderkuder. Es ist schön, aber den brauche ich nicht. Mist. Ich brauche hier noch einen Sandwurm. Peck, hast du irgendwo Sandwurm in der Tasche? Nein, warum denn nicht? Jetzt müssen wir noch hier irgendwo ein paar Sandwürmer aus der Erde ziehen. Gibt es alles nicht hier. Sandlauchsamen, Sandlauch. Ich bringe direkt den Sandlauch. So. Hier haben wir mal ein bisschen hochwertiges Holz. Können wir auch mal gebrauchen. Sandwürmer, wo seid ihr? Hey Batman. Eilig wie immer unterwegs. Da sehe ich doch schon mal was. Benjo, weg, Finger weg von meinem Sandwurm, den brauche ich. Pfoten, meine Pfoten weg. So, jetzt hier auch nochmal ein Sandwurm. Komm her, Kleiner, du musst mir beim Angeln helfen. Du musst meine Frau glücklich machen. So, wir müssen mit einem kleinen Wurm meine Frau glücklich machen. Ja. Hallo, Talon. Hallo, Mian. Was? Oh, go. Hey, was machst du mir? Vorsicht, nicht in die Jagdmann-Scheiße treten mit deinen Schüchen hier. Ich hab, ja, ich kreuze jetzt Fische mit Sand oder Sandreis. Das ist auch schön. Take it easy, altes Haus. So, können noch ein paar Sandbären abmopsen. Hey, ist der Lanzelot. Und die sich alle hier rumtreiben. Der ist gelaunt. So, zwei Sand. Ah, da habe ich doch wieder einen. Ich sehe dich doch, mein Kleiner. So, Sandwürmchen, komm mit. Das müsste jetzt erstmal reichen. Ah, da ist ja noch einer. Dieser gut gelaunte Kleine weiß doch nicht, wie ihm geschieht. Flupp, da ist er. So. Ja, noch einen. Jetzt, okay. Hi, Batman. So, dann machen wir weiter hier. Sandwürmer haben wir jetzt. Das müsste wohl jetzt reichen. So. So, immer schön fleißig, Leute. Schön fleißig sein. Brav. So eine Rennerei hier. So. Kann ich hier nicht einfach schießen? Nehm das. Na gut, dann eben nicht. Das war ein Versuch. So. R7, mit dir wollte ich jetzt nicht sprechen. Ich wollte eigentlich nur fischen. So, Sandwürmer. Opfert euch für mich, Sandwürmer! Flupp! So, ich brauche keine Sandakudas. Geh weg! Geh woanders hin! Na gut, komm. Wenigstens einen Sandkarpfen. Flump! So, ich habe noch vier Sandwürmer. Also teilt euch das ein, Leute. Ja, sehr schön. Komm, Sandkarpfen, komm. Braver Sandkarpfen. So, mir nicht? Okay. So, einen brauche ich jetzt noch. Wer Elsie? Na? Kommt das schon? Was? Oh! Oh, da habe ich aber Glück. Hui! Ein Sandfischkönig! Na sowas! Was ist da? Ah! Er ist zu schnell, der Bursche. Mich veräppeln. Boah, na warte. Hab ich dich. Ha! Nicht mit Fred, mein Freund. Den König der Angler. Sandfischkönig. Das ist ein Ding. Der ist 2000 Golds wert, der Vogel. Jo. So, Elsie, ich hoffe, du bist zufrieden. So, Fischen für zwei. Hey, du bist ein Naturtalent. Ich werde in Form kommen, wenn ich weiter die Sandfischkönigin bleiben will. Ich kann dir einen Sandfischkönig schenken.
So, willst du einen Sandfisch haben? Gut, kannst du haben. Ja, bitteschön. Ein Karpfen für dich. Hallo? Duckmels? Jetzt sind wir nicht so neugierig hier. So, wunderbar. Dann hat das auch geklappt. So macht man das in der Ehe. Mal wieder Beziehungsarbeit mit der Angel. Andere Angler würden davon nur träumen. So, das haben wir. Folgt mir noch. Naja, egal. So, dann holen wir noch für unseren Chef. Hier sind wieder ganz viele Herzchen. Amira, was ist denn heute los? So, dann wollte ich eigentlich auch noch mal für unseren guten Monty so einen Schaukelstuhl machen. Was? Das ist der Lanzelot, jetzt für die Tür auf. Das war sehr nett von dir. So. Weil bei dem, ja, bin ich so selten, macht ihr nie Geschenke. Und dann dachte ich, so ein Schaukelstuhl, so einen älteren Herrn, ist auch bestimmt schön. Dann kann er auf den Friedhof immer gucken und sich erinnern. Weil er auf den Friedhof gucken klingt jetzt nicht so geil, aber es ist ja nun mal sein Job da. Wenn ich den jetzt hier mal finde. Ja, wo ist er denn jetzt hier? Komm, Schaukelstuhl. Wir haben noch einen gemacht. Der Jackboy-Schaukelstuhl. Da brauche ich nochmal Hartholzdielen, gegerbtes Leder. Hartholzdielen. Haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht, die Dinger. Ich könnte mal wieder ein bisschen. Oh, ja. Munition. Hartholzdielen. Moment, wo machen wir die denn nochmal? Den? Ja, hier. Und gegerbtes Leder. Ja, das können wir machen. Da haben wir nicht mehr so viel Salz. Ah, okay. Duftsäckchen. Ja, haben wir mal Farbe und Leder. Ja, noch hier. Raues Tuch. Machen wir machen. Kann immer mal gebrauchen, mal so ein Handtuch oder sowas, Gesichtspeeling damit machen. Wunderbar, haben wir das auch? Ist ja ein Anzulut, rein oder raus? Okay, raus. So, habe ich denn jetzt eigentlich für diesen Pablo? Der ist aber auch nicht hier. Ach, das Programm lügt dann auch noch an mittlerweile. Unverschämtheit. Dabei ist hier überhaupt kein Mensch, der noch rumläuft. Der Pablo hier wäre. Oh, wir müssen auch wieder mal nach Wendy gucken. Wendy! Ach. Hast du schon mal die Kinderbrei mitgemacht? Sehr schön. Grüne Pampe, das magst du bestimmt. So, Wirsingmoos oder sowas. Da stehen noch Kinder. Oh, da ist sie ja. Oh, wir brauchen ein Fläschchen. Moment, jetzt hau doch nicht ab. Was? Ich gebe ihr Milch und Batman am Stufe 77. Das ist merkwürdig. Was ist los mit dir, Kind? Akku! Machst du das oder war das jetzt. Ich nehme mal an, das wäre zu Lanzelot. Nee, das war Joker, ja. Oder wenn die macht schon Tierstimmen nach. Naja, man weiß es ja nicht. Ups, kann ich nicht hier durchlaufen? Ja Gott, so, raus hier. So. Ganz schön Ziel. Okay, haben wir schon mal was für den Chef fertig? Haben wir irgendwelche. Ah, jetzt habe ich Sandwürmer. Ja, danke. Benjo. Ich sehe nichts von dir. So. Nein, du bist nicht Benjo. Benjo. Ja. Kleiner Räuber. Die sieht wenigstens so aus, wie er eigentlich immer war im Spiel. Ein kleiner Gangster. Jawohl. Ha. So, das ist in der Mache. Die Hartholzdielen. Können wir schon mal einsammeln. Vom Leder. Haben wir auch schon mal was. Ja, reicht das schon? Ich glaube nicht, ne? Ein Schaukelstuhl für Morty. So. Haben wir den? Da. Nee, da fehlt noch jeweils ein Teil. Dann braucht das noch ein Weilchen. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zum Chef und schmeißen ihm sein Geschenk an den Kopf. Wenn er es schon so drum bittet. Und mal Teil da. Dann weiß er nicht. Hey, sie, ja. Hier reden wir über Bücher. Ja, kann man nie genug drüber reden. Unser Buchzirkel hier. Hey, hey, ich habe gehört, du hast ein gewisses Bedürfnis nach Kalkstein. So. Die. Hä? Hatte ich jetzt einen verschenkt? Okay.
Kalksteinziegel. Wenn ich sie denn jetzt finde. Da. Der 2560 Wert. Okay. Wow, thank you so much. Ja, bitteschön. Und dieses grüne Geglimmer ignorieren wir jetzt einfach mal. Okay. So, und jetzt haben wir uns beim Chef auch wieder schön eingeschleimt. Wunderbar. Und das ist auch ein bisschen Schleim muss sein. Hey Hugo, was geht? Hast du einen Fan geholt? Hey Fred. Ja, Jensen. Irgendwie jetzt Fan geworden, keine Ahnung. Was ist los? Kauf dir mal einen größeren Hut, Mensch. Klavier spielen und schmieden sind im Grunde das Gleiche. Es geht darum, Dinge zu verfeinern, bis sie wertvoll werden. Lass oder schlagen von Dingen mit Hämmern. Ach, eigentlich willst du noch auf irgendwas einprügeln, das ist doch alles. Sagst du, wie es ist. Achso, könnte man Salz kaufen. Hey, Chen, Miguel. Bisschen Salz, Kaminschaden. Ich weiß nicht, wie viel Leder wir nochmal brauchen. Oh, wir haben einen guten Preis jetzt auch. Sogar mehr Salz. So, okay, brauchen wir hier sonst noch irgendwas? Ein Fläschchen hat man uns ja jetzt hier eingedeckt. Farbe hatte ich auch noch. Ich glaube, eher momentan brauchen wir hier so nichts, oder? Spielzeug habe ich auch noch. Warte mal, hat er die? Abdeckcreme. Ah, hier, Sonnenschutzmittel. Können wir nochmal mitnehmen. Das wird immer mal gern. Immer mal gern gebraucht. So, Anzeige. Habe ich laufen. Ups, genau. Wie du meinst. So, ah, Miguel, du alter Spaßkanone. Können wir ja auch mal wieder zuwinken. Ja, mir geht es gut. Vielleicht hat mein Arbeitspensum meinen Rücken überlastet, aber ich habe nichts zu bereuen, Fred. Du kennst mich. Du weißt, dass ich den Wert des mächtigen Geistes über den des schwachen Körpers stelle. Ganz genau. Viel Spaß noch. Was hat er denn seinen Rücken überfrachtet? Lesen von Predigten oder was? Naja. Sehr. Hat er ein Hobby als Holzfäller oder weiß er nicht. Wichtig stimmen. Oder geht in seiner Freizeit ringen oder so, aber weiß es ja nicht. Also keine Ahnung. Gewisse Dinge sind einfach geheim, nicht wahr, Nemo? Ja, das sieht ein paar Gegner verprügelt. Sehr brav. So macht man das. Der Hund hat es wenigstens drauf. Hartholz-Ding und Hammer. Gegerbtes Leder. Sehr schön. Ein Schaukelstuhl für den alten Morty. Frömp. So. Schribbelibims. Dann wollen wir das mal. Kann ich das noch ausliefern? Da brauchen wir ein Haustier. Quatsch, ein Haustier. Ein Reittier. Haustier haben schon genug, glaube ich, jetzt. Aber. Oh, ich hätte gerne noch so ein Boxerschwein. Das wäre wahrscheinlich auch lustig. So. Jetzt fangen die mir alle. Naja. So, auf geht's zum Morty auf den Friedhof. Ja, wir sollten uns nicht so freuen, auf den Friedhof zu reiten, aber. Was ist denn hier für ein Hindernisrennen? Achtung! Ach, da ist er ja. Wahrscheinlich eingeschlafen. Ems! Hey Morty, altes Haus, wie geht's so? Da bist du ja wieder. Ich muss sagen, ich genieße unsere kleine Unterhaltung. Ich hoffe, du findest sie nicht so melancholisch. Wir haben uns vor 6 Tagen das unterhalten. Ne? Ist für ihn wahrscheinlich 5 Minuten. Da bist du ja wieder. Ja, ständig bin ich hier und wir labern und reden. Hier, ein schöner Schaukelstuhl für dich. Was? +5? Ich kann mir vorstellen, dass es anderen Leuten gefallen könnte. Danke. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das steht ja nicht auf Sport. Schaukeln und so. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut. Überraschend manchmal. Ich hätte mir jetzt einfach ein Stück Gras geschenkt, hätte er dann 25 Punkte dafür gegeben. Also manchmal ist das echt komisch. Morgen, wir hatten das schon, oder? Ja. Eine Telefonzelle. Ja. In Österreich gibt es das noch.
Ja, hi Katorinein, wir müssen unsere heimlichen Treffen hier aufgeben, wenn unsere Frau dahinter kommt. Eieiei, so, schauen wir mal. Komm, wir fahren jetzt hier so mit dem Bus. Keine Lust jetzt. Merle, pack dich ein. Dankeschön. Ich müsste ja endlich schon viel eifersüchtiger sein. Die mal alles. Ja, Fred hier so rumschäkert. Oh, Coco sitzt hier und pennt. Hallo Fred, oh. Tschüss Fred. Hi Andy, tschüss Andy. Ach nee. Was steht da? Wow, ist das ein tierischer Kumpel? Ich hatte dich mir immer eher als Wunderknaben vorgestellt. Ich bin ein tierischer Wunderknaben. Warum bist du jetzt wieder im Vordergrund? Du drängst dich ein bisschen auf. Hast du Angst, dass ich verbanne wahrscheinlich? Wenn Jasmine sauf mich, musstest du mir helfen. Sie hat mir ein Buch geliehen und ich habe den Namen des Mörders mit dem Stift eingekreist. Das wollte ich nicht. Ich hatte nur vergessen, dass es nicht mir gehört. Man schreibt nicht in Bücher, egal wenn sie gehören. Das macht man einfach nicht. Ich glaube, Hummeisi hat so ein bisschen Angst, dass ich sie rausschmeiße. Hm. Okay. Hm, ich weiß es nicht. Irgendwie ist ja doch knuffig. Naja. Ah, Stachelberg am Anmarsch. Warte, alle Platz. Wie geht's dir? Okay. Er hat ja noch mehr denn gemeint. So. So, reite doch raus, Nemo. Du bist doch keine Katze. Du musst das eigentlich wissen. So, zack. Da haben wir noch mehr Hartz als die. Aber ist auch nicht so richtig. Also mit Stühlen war jetzt nicht so geil. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Kalksteinziegel. Ist ja lustig. Toll. Die war ich jetzt eher machen. Na komm, da gibt es am meisten für. Da können wir noch weitere Kalksteinziegel machen. Das ist ein Ding. So, machen wir mal 12. Dann haben wir die Dinger. Ich mache es ja eigentlich eher lieber so bei Bedarf. Haben wir hier noch eigentlich irgendeine Waffe, die wir noch nicht gebaut haben? Und zwar ist es ja immer wieder mal überraschend. Das mit den Gesichtern haben wir gemacht. Das ist ein Ngulu. Habe ich das mal gemacht? Kann mich gar nicht daran erinnern. Das ist eine Stufe. 50. Ja. Ein Haken sorgt dafür, dass der Feind nicht weglaufen kann. Ja, momentan haben wir eigentlich genug Material. Können wir ja mal machen. Mal sehen, wie das Ding aussieht. Dann haben wir genug Zeug hier. Unseren Liebesspender haben wir hier auch noch hier. Huka! Ah, diese Großschwerter. Hm. Das sind immer so schwerfällig, die Dinger. Hey, Banjo! Hm. Du hast so ein bisschen kleiner, haariger Zorro. So, hier wird gepennt. Sehr schön. Oh, okay. So, mal wieder ein bisschen. Oh, der ist voll. Komplett mit Kastanien. Naja. Wie die wieder gefüttert hat hier. Ich hatte mal einen strengen Diätplan. Das ist alles hinüber. Sieht hier aus. Kevin? Machst du hier, Kevin? Klaust du hier heimlich hier die Kartoffeln? Wir haben keine Kartoffeln. Wer füttert die denn? Die mögen doch gar keine Sandbären. Das ist nicht gut. Ja, darum sind sie auch leicht unglücklich, weil die Sandbären, die machen Blähungen. Das ist nicht schön. Hm. Ihr habt noch. Okay. Ja, ich glaube, wir müssen mal wieder ein bisschen Kartoffeln in die Kiste schmeißen. Kann das sein? Hm. Keine Kartoffeln mehr hier drin? Nee. Okay. Ich habe ja hier noch welche. Ich habe noch 1 Milliarde Sandbeeren. Oh. Ich kann hier nicht mehr stacken. Hm. Pilze habe ich auch noch reichlich. Aber die kann ich jetzt nirgends mal reintun. Da könnte man eigentlich ziemlich viele Pilzgerichte kochen. Und die ganze Jagdbeermilch kann man mal verkaufen. Wäre auch eine Idee. Dann treiben wir Avion die Pleite mit. Ja, das ist doch ein Plan. Warum nicht? So, wir schädigen den örtlichen Händler. Das Überangebot von Jagdbeermilch, worauf dann wahrscheinlich die Preise stark sinken werden. Und der ganze Jagdbeermilchmarkt bricht zusammen. So geht das. Aber kann uns ja dann wurscht sein, wenn wir noch andere Einnahmen können, nicht wahr? So, ich habe schon einen Sandfischkönig. Wenn ich 2 davon reinschmeiße, gibt es dann eine Sandfischkönigin oder sowas? Wie geht das? Lungenfischkönig, ja. Hier haben wir schon jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 6 König.
Großer Wolfsaal. Können ja auch füttern, ne? Ja. Zack. Mit 5 Geblubber. Ja, Merlin hält lieber Sicherheitsabstand, damit sie nicht reingezogen und gefressen wird. Da habe ich auch mal Angst vor. Und ein bisschen an dem Becken. Und dann ist ein Haifischbecken eigentlich. Was haben wir denn hier noch drin? Hier haben auch einen Sandfischkönig. Mhm. Großer Wolfsaal. Ah, ich glaube, was hier noch fehlt, ist ein Wolfsaalkönig oder sowas ähnliches, falls es sowas gibt. Da gibt es nur den großen, aber keinen. Karausche, große Karausche. Ja, Sandschlangenkönig haben wir. Den haben wir. Ansonsten haben wir ja von jeder Sorte irgendwo was. Okay, also diesen Sandfischkönigin, gut, da haben wir einige. Der verzerrt aber ganz schön, kann das sein. Wenn weiter um die Ecke geht, skaliert das unglaublich in eine Richtung. Okay, naja, gut. Wollen wir nicht weiter nur Fisch angucken, das ist auch ein bisschen... Ach, diesen Ballon haben wir ja auch noch hier. Aber mit dem Ding eigentlich, denn braucht auch so viel Platz. Kannst ja nirgendwo hin tun. Ein paar Sachen, die wir hier haben, nehmen ein bisschen unnötig Platz weg, aber na gut, was wir haben, das haben wir, ne? Ist das halt. So. Zack. Bankstein-Ziegel. So. Sancho Panza kommt auch zum Pennen. So, Kevin hat sich schon hingehauen. Wo ist denn der Sancho? Da kommt er angedackelt. Ja, das ist echt hier. Huch, wieso hast du mich geweckt? Echt? Er sagt Kevin? Kevin kann sprechen. Das ist ja ein Ding. Guck mal an. Unser Batman kommt jetzt. Jetzt, wo ich über Schlafplätze rede, kommen sie jetzt alle. Kannst du wieder hinlegen, Kevin. Habe ich hier irgendwas mit Interagieren gemacht? Nö. Schlaf gut. Okay. Moment, was ist hier die Anzeige dafür? Batman pennt, Sancho, Kevin. Wer es hier nicht ist, ist ja Lancelot. Okay, dann hast du jetzt mal Pech gehabt, Lancelot. Dann darf jetzt mal unsere Hummeise hier schlafen. Du folgst mir jetzt mal nicht mehr. Du kannst auch mal hier schleifen. Flupp. Okay, da setzt ein Töpfchen ab zum Pennen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Das blubbert jetzt da vor sich hin. Gut. Ja, müssen wir an der Wechselseite schlafen. Nieder darf man einen Tag hier sein. Also, ich will nicht. Das finde ich nicht so geil gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man das schon so mit den Tieren hier so ins Programm einbaut, als DLC noch so anbietet und an Preis, hätte man da sich wenigstens ein bisschen mehr Kopf machen können, wie man die dann auch vernünftig ins Spiel integriert. So dass man, wenn man sich hier 10 Tiere halten will, dann soll man das eben und dann sollen die auch alle pennen können, wenn man das schon so macht, die ganze Mechanik, mit Schlafen und Ausruhen und Pipapo. Naja, apropos, wir machen es jetzt auch mal. Dann gucken, wo Elsie sich rumtreibt. Was ist hier zufällig? Ja, auch mal im Bett. Ist ja momentan ab, guck mal an. Was ist hier los? Hallo? Husch ins Bett? Also wie bei mir früher, wenn die Eltern ins Zimmer gekommen sind, aber plötzlich so getan hat man geschlafen, wo man vorher noch heimlich gelesen hat. Oder sich so Horrorfilme angeschaut im Fernsehen, so Dallas und Denver und sowas. Falcon Crest, furchtbare Sachen. Traumatisierend. So, hier sind wir jetzt. Ja. Elsie, ich komme. Mie, 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 mie. Plim. So, Rian, 5 Punkte. Da kann ich eigentlich drauf verzichten, aber macht ja nichts. Es muss in jedem Spiel auch jemanden geben, den man nicht leiden kann. So, Elsie, alles klar. Dann hat jetzt die Hyäne bei uns mit dem Bett geschlafen. Warum war es so kuschelig? Naja. Joker. So, wie sieht's hier aus? Wo ist unser Kind? Sandy. Oh, passt du nicht auf deine... Ja, fütter mal deine Schwester statt die Tiere. Das wäre aber eine Maßnahme.
Ach, da ist sie ja. Komm ich jetzt dran? Ja. So, bitteschön. Soll ich dich auch füttern? Genau. Komm, alle sehen, du wirst auch gefüttert. Da finde ich hier einen schönen großen Sinakuda. Lass ihn dir schmecken. Der war echt groß. Okay. Ja, so. Ich glaube, wir hauen uns jetzt am besten nochmal hin. So, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Was haltet ihr von diesem ganzen Tiermanagement? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Sandy war's. Sandy.